Es war einmal ein König und eine Königin. Ach, wenn wir doch ein Kind hätten. Dein Wunsch wird erfüllt werden, ehe ein Jahr vergeht, wirst du eine Tochter zur Welt bringen. Ein Jahr ist vergangen und der Zauberspruch des Frosches geht in Erfüllung. Der König und die Königin machten eine Party. Alle vom Königreich kamen, Freunde, Bekannte und die 12 Feen. Danke für die Geschenke, Waisenfrauen. Aber plötzlich trat die 13. böse Fee herein. Die Königstochter soll sich in ihrem 15. Jahre an eine Spindel stechen und tot hinfallen. Es soll aber kein Tod sein, sondern ein 100-jähriger tiefer Schlaf, in welchem die Königstochter fehlt. Die Prinzessin Dornröschen war jetzt 15 Jahre alt. Sie spann im Turm. Ich freue mich mit dem Spinnen. Au, zum Teufel! Dornröschen stach sich auf der Spindel und der Zauberspruch der Fee geht in Erfüllung. Dornröschen würde in einem tief Schlaf fallen. Sie und das ganze Königreich schliefen in die nächsten 100 Jahre, in welchen eine Dornhecke sich sehr groß wuchs. Aber die Rettung der Prinzessin kam bald. Ich, der Königssohn, will die Prinzessin retten. Ich will der Turm hinausgehen und das schöne Dornröschen sehen. Aber erst muss ich den großen Dornhecht klettern. Und der fürchtlose Königssohn klettert den Dornhecke und sah das schöne Dornröschen. Sie war eben mehr schön, als er hat sich vorgestellt. Aber sie schlaft, das schöne Dornröschen. Ich muss sie jetzt küssen. Sobald der Königssohn die Prinzessin küsste, wachten sie und das ganze Königreich von ihrem Schlaf auf. Mein Prinz, du hast mir gerettet. Wir sollen heiraten. Und da würde die Hochzeit des Königssohns mit dem Dornröschen in aller Pracht gefeiert. Und sie lebten vergnügt bis an ihr Ende.